Heute bauen wir einen Vulkan. Mit einem Glas, einer wasserfesten Unterlage, eine Schere, Alufolie, drei Päckchen Backpulver, Klebeband, etwa ein halbes Glas Essig, Wasser, ein Stäbchen zum Rühren, Lebensmittelfarbe, damit das Ganze auch nach Lava aussieht. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Spülmittel hinzugeben, es geht aber auch ohne. Das Glas soll der Schlot unseres Vulkans werden. Damit er während der Eruption nicht umfällt, kleben wir ihn lieber gut fest. Dafür brauchen wir das Klebeband. Hält. Außen am Vulkan sehen wir meistens Gestein. Das sieht so ähnlich aus wie hier unsere Alufolie. Wo entstehen Vulkane eigentlich? Die meisten Vulkane entstehen an den Grenzen unserer kontinentalen Platten. Zum Beispiel in Ozeanen, an den mittelozeanischen Rücken. Dort wölbt sich der Erdmantel nach oben und schiebt die Erdkruste auseinander. Die zwei Erdplatten werden also voneinander weggeschoben. An dieser Stelle kann die Magma aus dem Inneren der Erde austreten und es entsteht so neue Erdkruste. Die weggeschobenen Platten treffen irgendwann auf andere Platten. Dort entstehen sogenannte Subduktionszonen. Eine Platte schiebt sich unter die andere. Auch hier können Vulkane entstehen. Unser Vulkan hier ist jetzt fast fertig. In der Mitte schneiden wir noch ein Loch rein, damit wir auch in den Krater hineingucken können. Die Ecken noch nach innen biegen und am besten mit Klebeband festkleben, damit die Magma auch daran vorbeilaufen kann. Jetzt ist der Vulkan fertig. Sicherheitshalber kleben wir ihn auch noch auf der Rückseite fest. So, unser Vulkankegel ist nun fertig. Natürlich haben wir hier keine echte Magma, die austreten kann. Aber was hier ähnlich passieren wird wie bei einem echten Vulkanausbruch, ist die Freisetzung von Gasen. Wir füllen das Backpulver in den Vulkanschlot. Backpulver besteht aus Natriumhydrogencarbonat.
Das Essig verdünnen wir mit etwas Wasser. Die Lebensmittelfarbe sorgt dafür, dass es wenigstens etwas nach Lava. Wer möchte, kann jetzt noch etwas Spüle hinzugeben, damit es etwas mehr schäumt. Und dann noch alles gut verrühren. Das Essig soll jetzt mit dem Backpulver zusammen reagieren und der Vulkan bricht aus. Dass es so schäumt, liegt nun an dem freigesetzten Kohlendioxid. Ähnlich wie bei uns das Kohlendioxid setzt auch ein echter Vulkan Treibhausgase frei, wie Kohlendioxid oder auch Schwefelverbindungen. Wenn ihr mit uns schon im Labor seid, dann machen wir gleich eine kleine Runde durch das Labor, okay? Ich nehme euch in die Räume von unserem Gebäude in der Löwenstraße in Erlangen. Jetzt betreten wir das Labor, wo Dünnschliffe hergestellt werden. Hier arbeitet unsere Präparatorin Birgit. Sie arbeitet gerade an einem Dünnschliff. Dünnschliffe sind so Scheiben von Gesteine, die aufs Glas geklebt wurden. Und so einen Dünnschliff kann man zunächst unter dem Mikroskop anschauen und nach Fossilien oder Mineralien gucken. In diesem Raum ist normalerweise laut, wenn alle Geräte gerade laufen. Jetzt gehen wir um die Ecke und schauen, was sich in dem nächsten Raum versteckt. Ach, da sind die Sägen. Rechts sind die Präzisionssägen für kleine Sachen, zum Beispiel Mikrofossilien. Und hier links ist eine Steinsäge für größere Stücke. Unsere nächste Haltestelle ist der Kleberaum, wo Dünnschliffe aufs Glas aufgeklebt werden. Oder auch unterschiedliche Gesteinsstücke mit Harz gefüllt werden. Harze können giftig sein. Deswegen muss man hier in diesem Raum mit der Arbeitshygiene wirklich aufpassen. Das heißt, Handschuhe tragen oder auch Sicherheitsbrille und natürlich das Harz nicht trinken. Hier warten schon unterschiedliche Proben auf die Bearbeitung. Das ist wahrscheinlich ein Stück eines Riffs. Hier sind Gesteinsstücke und die hier sind schon zugeschnitten und warten, bis sie aufs Glas aufgeklebt werden. Das ist die Isabella, die hinter der Kamera gestanden ist. Und sie ist eine Masterstudentin am Geozentrum im Bereich Paläobiologie. Und so sieht ihr Arbeitsplatz aus. Was machst du, Isabella? Also meine Aufgabe für meine Masterarbeit ist gerade, ich analysiere Conodontenzähnchen. Und das Besondere an der 3D-Analyse hier ist, dass die Zähne sehr gut erhalten sind und als das Tier vor langer Zeit gestorben ist, sind die direkt kollabiert und wurden direkt im Sediment vergraben. Das heißt, sie sind noch fast in Lebensstellung. Okay, und wie machst du das? Das ist ein 3D-Analyse. Das Conodonten-Cluster nennt man diesen Haufen von Zähnchen, die wurden in einem Synchrotron-Scan 3D gescannt. Und ich habe die 3D-Daten hier eingelesen und mit dem Programm hier kann ich die Zähnchen manipulieren. Ich kann sie in verschiedenen Farben darstellen. Ich kann durch verschiedene Bereiche Schritt für Schritt durchgehen und sie für mich selber markieren, um dann letztendlich jeden Zahn einzeln mir genauer anzuschauen. Super, vielen Dank, Isabella, und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank.